So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Trine 4 in Akt 4 zu Kapitel oder Level Nummer 13, der Blaubeerwald. Da haben wir im letzten Part von so einer Nymphe, von so einer Knistersumpf-Nymphe, einen Mana-Pot bekommen. Und den sollen wir jetzt zu ihrem Freund bringen. Oder so, keine Ahnung. Ich war damit beschäftigt, 100% so. Und ich, wow, hier gibt es 20 Erfahrungspunkte. Okay, let's go! Eine Fischkreatur aus dem Sumpfland hatte unsere Helden mit ihrer Hilfe überrascht. Die drei hatten eine Fiole mit ein paar Tropfen Magie erhalten, wussten jedoch nichts damit anzufangen. Ja, ja. Amadeus, weißt du, was in der Fiole ist? Eine Art leuchtende Flüssigkeit. Natürlich magisch. Aber was sie bewirkt, da habe ich keinen Schimmer. Was ein schön geschenkter Erfahrungspunkt hier. Guck mal, einfach durchlaufen. Ah, es sei denn, da ist so eine... Oh. Okay, doch einfach durchlaufen. Helden des Trine, findet meinen Baum im Wald, dann werde ich euch helfen. Das ist der bezauberndste Wald, den ich je besucht habe. Auf zur nächsten nicht ganz astreinen Begegnung. Dann suchen wir den Bruder der Meerjungfrau. Er weiß sicher mehr. Meerjungfrau, Nymphe, alles. Nee, es war. Eigentlich war es keine Meerjungfrau, ne? Ich war schon eher Nymphe. Und. Das hier. Ups. Das hier ist doch so eine. Ah, das hier ist doch so eine. Oh Gott, was ist denn jetzt hier mit. Hä? Oh je. Das hier ist doch so eine Stelle. Da ist was oben. Oh, gleich der Brief. Lieber Ritter Pontius, bitte besucht unseren Kuchen-Ess-Wettbewerb im Dorf Krähenfels. Wir haben hier nur Kuchen, keine Kobolde. Wenn hier Kobolde wären, würdet ihr sie ja mit eurem Schwert hauen. PS, das ist keine Falle. Das hat er aber erzählt, aber anders was vorgelesen. Was sind das doch für nette Dorfbewohner? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Aber ich mag so gar nicht. Also ich habe in Spielen immer gern den Untertitel an. Weil einfach zur Sicherheit, dass man es akustisch auch richtig mitnimmt. Aber ich hasse es in Spielen, aber tatsächlich im Fernsehen ist es eher so, wenn die Untertitel nicht synchron sind mit dem, was gesagt wird. Wenn einzelne Wörter einfach ausgetauscht sind. Ich weiß nicht, machen die Untertitel danach oder nochmal so neu interpretiert, so entschließen sich, oh, eigentlich anders ausgedrückt klingt es besser oder ich meine, die Untertitel sollten ja eigentlich das gesagt, ja, ne, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das Gesagte. Mich stört es immer mega, wenn das nicht passt. Aber mich freut jetzt mega, dass wir dieses Feenseil jetzt besitzen. Als nächstes kommen dann drei Objekte. Oh yeah. So, nochmal. Das Objekt am Ende von Sojas Seil wird schwerelos. Okay, also bestes Beispiel zum Ausprobieren wäre jetzt das hier. Aber das sollte dann auch für die Kisten gelten. Ach so, okay. Das ist nochmal ein extra Seil. Das ist dann auch so ein bisschen gestrafter tatsächlich. Oh, das wird dann... Achso, man muss gleich von Anfang an... Warte mal. Machen wir nochmal. Von Anfang an Rechtsklick. So. Ja. Au. Oh, tolle Rolle. Wow. So und so. Obwohl, nein, warte. Schwerelos!
Okay, es ist eine interessante Funktion. Stampfe auf den Baumstamm. Die Fähigkeit geht ja fast verloren hier, der Stampf mittlerweile. Aber schön, dass es das auch noch gibt. Oh, hallo Bär. Darf ich mal deine Pfote sehen, Herr Bär? Ja, schön. Oh, wie er sich tollt. Ach, schön, diese... Oh, das ist nicht so schön. Oh nein, der Bär hat Angst. Lass den Bär in Ruhe. Nein. Ein Blaubeerenbär. Das sind Verwandten der Gummibärenbande. Die sind toll. Lass mal in Ruhe hier. So, ich bin auch diese Synergy mit Tieren so toll. Und hier kommen wir... Oh, das kann man ja tatsächlich... Nein! Es hat fast funktionieren können. Aber gut. Dann machen wir es halt. Ups. Ach so. Ach, das geht ja kaputt. Anders. Okay. Mhm. Nein! Nochmal. Ich meine, ich könnte das Ding jetzt auch einfrieren und so, aber... So. Warte. Ha! Sollen wir diesen Waldgeistern wirklich so einfach über den Weg trauen? Sie scheinen noch einen Trick auf Lager zu haben. Naja, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was wir mit dem Prinzen machen sollen, wenn wir ihn finden. Die Zauberer auch nicht. Ihre Lösung war es, ihn ins Verlies der Astralakademie zu sperren. Sie haben es sicher gut gemeint, aber es war ein großer Fehler. Dann wursteln wir uns also so durch und hoffen, dass alles gut wird. Also, wie immer. Wie immer! Yeah. Zauberseil. Oh. Zauberseil. Okay. Und Zauber abseilen. Mit unserer coolen Rolle, die kacke ist. Ach, was soll's. So, aber manchmal braucht man auch noch das normale Seil, ne? Oder ist jetzt nur noch Zauber... Oh, so richtig ganz, ganz links oben. Wow. Mies. Ja, komm. Ha! Stup! Du kannst Feenseile abwickeln. Um ein beliebiges Objekt dran zu befestigen. Du kannst... Dich selbst kannst du nicht abseilen. Ja, aber jetzt kommt ja quasi die Beantwortung meiner Frage, oder? Mit den Kisten. Dass man hier sagt. Okay. Zauberseil, Kiste. Nee. Ah, oh, doch. So. Und dann. Nee, so ziehst du ja runter. Was? Ich meine, ich kann die doch auch normal hoch. Oder? Hä? Kann ich auch. Ich blick das Zeug nicht. Ich lasse es einfach da oben und kletter so selbst hoch. Und dann... Ach, guck mal, die dürfen das mit dem Seil machen, was ich vorhatte. Mann, seid ihr lustig. Und warte, nehme ich euch zwei Kisten gleich mal. So. Bam. Oh, und bam. Drei Fähigkeitspunkte. Wir können Feentricks. Eigentlich. Achso, den Wurf wollte ich, genau. Jetzt fehlt bei ihm noch schwebende Gegner. Aber erst tauchen! Oh, schon wieder so Fake-Wasser. Na, danke. Oh, schon wieder der Bär. Beachtet Hallo. Uns gar nicht. Süß. Echt süß. Pass auf. Ah, wir können nicht... Okay. Wir können nicht zaubern, wenn wir schwimmen. Also müssen wir es so machen. Und dann machen wir uns eine normale Zack, Zack. Zack, Zack. Zack, Zack. Leiter nach oben.
Ach, guck mal, Pilze. Ja, warte, warte. Ja, gehen. Hä? Halt. Straff dich. Hä? Oh, was? Wieso? Wieso geht das so schnell zurück? Fake! So, ich möchte einmal da runterfahren. Es zieht. Achso, wegen dem Schwung zieht so heftig nach oben. So. Jetzt wechsle ich aber gleich, weil ich unseren Dash möchte. Oh, warte mal. Oh yeah. Das ist halt. Das ist ja ein Baumstamm. Und ein Schatz. Okay, pass mal. Ah ja. Jetzt kommt wieder das Feenseil. Trickchen, aber ich weiß ja nicht, wie es funktioniert. Also, wir können so schweben und dich befestigen. Dann schwebst du. Das heißt, falsch, heißt, du hast auch immer diese, es will aber nach oben schweben. Wieso? Nee. Warte, ich probiere es mal kurz anders. Peng! Okay, nein. Ich mach dich jetzt mal ganz kurz. Seid ihr befestigt? Ah, das war natürlich dumm. Hä? Geh mal weg. Hatte gelöst. Ich mach's nochmal neu. So. Keine Ahnung. Es will aber immer nach oben. Hä? Das heißt, man müsste theoretisch das. Was ist jetzt los? Hallo? So. Man müsste es theoretisch hier drüben zaubern. Oder, nee, warte, man muss, nee, eine Box da drüben zaubern. Und dann mit Soja sagen, okay, nee, die Box, die ist da. Man kann ja auch, okay, man kann ja auf den Seil laufen. Hä? Nein, das ist so komisch. Entschuldigung, oh, da kann ich nicht wechseln. Was machst du denn hier? Ausnahmesituation, weil das ist richtig komisch. Naja, wir haben einen Teddy gefunden. Cool. Wahrscheinlich Amadeus alter Spielzeug-Teddy. So, gut. Was haben wir jetzt? Ja, gut. Das ist relativ klar. Hier müssen wir ein Seil machen, das lang genug ist. Für den Box, genau. Oder auch nicht. Hä? Muss ich das jetzt noch weiter verlängern? Aber das Seil wird dann. Hä? Ach so, okay, das verlängert man. Also nach oben kann man. Ich blick's nicht. I mean. Es funktioniert. Damit bin ich ja glücklich. Aber ich verstehe nicht so wirklich, wie es funktioniert. Okay, pass mal auf. Ah. Hier ist auch wieder Schwebeseil. Süp. Gut. Hallo Bär. Was? Oh Gott. Ah. Warum ist da was auf dem. Oh Gott, warte. Eis, Eis, Eis. Baby. Oh. Du beschützt den einen Typen. So, dann ist der eine ungeschützt. Der andere geht richtig krass ins Geschehen. Aber wir haben ja jetzt gleich Elektroschwert. Oh Gott, ich stehe da unten. Wieso stehe ich denn da unten?
Oh, da bin ich gut gedodged. Was ich gar nicht so vorhatte. Aber egal. As long as it works. So, da haben wir nochmal einen Baumstamm. Dann haben wir unser Feenseil. Das finden die Feen geil. Jetzt ist mal. Hä? Ja, dann geh halt so hoch. Es ist mir Wurst. Hä? Und hier geht es nicht. Also ich muss das Feenseil tatsächlich erst hier befestigen. Ach, ich blick's nicht. Kann ich das wieder runterdrehen? Nee. Auch nicht mit Gewicht. Schwierig. Ich habe kein drittes Objekt. Mist. Also muss man das quasi... Hä? Nein! Ach Gott. Obwohl, warte mal. Das wäre vielleicht die Lösung. Dass man sagt, okay. Feenseil, ja. Aber... Stopp. Kann ich das Feenseil bitte lösen? Danke. Irgendwie so. Gut. Dann würde ich sagen, wir sterben für die zwei für den einen Erfahrungspunkt. Zweimal. So. Und dann geht's hier an der Stelle im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.